Deswegen gibt es Schleichen wahrscheinlich. Okay. Untersuchungszimmer. Schön. Ich gehe mal wieder normal, ne? There's those bolt cutters again. Gotta be a way to reach them. Aber wie? Wir brauchen die. Ganz dringend. Great. Another mirror. Auch ein zersprungener. Ich glaube, da reicht kein 10er-Pack. Da reicht kein 10er-Pack. Wo ist es? Da. Ich hab's doch gerade gesehen. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Da drüben ist doch ein Zimmer. Ach so, ja, da drüben ist auch ein Zimmer. Ach, es geht hier nicht weiter. Locked. Und ich glaube, durch den Spiegel können wir letztendlich wirklich springen. Ja, mit dem Zerrissen ist, glaube ich, die Explosion oder so von dem Massaker, ne? Ich glaube, hier ist irgendwas Schlimmes passiert. No faces. No way to help them. Schicke die Seelen der anderen Opfer fort. Frage ist, wohin? War da eine Treppe? Das wird, glaube ich, schwierig, die andere Seite hier von dem Ort zu sehen. Es sei denn, wir gehen wieder durch den Spiegel zurück, ne? Aber wir müssen hier irgendwie den Weg frei machen. Es ist so verstörend, das Bildmaterial hier. Die Orte ist einfach nur... Ich glaube, hier ist wieder was mit Schleichen oder so. Und ein Spiegel. Huh. Some sort of a conference room. Mit einem Safe in der Ecke. Warte mal, hier ist was. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went.
That voice. That's the guy. Ja, welcher denn? Ach so, jetzt sind wir hier einmal. Wo sind wir denn hier? Warte mal, da ist was zum Lesen. An attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Vorsitzender Bourbon Henrik, anwesend. Barüker Waldemar, durchgestrichen abwesend, anwesend. Kuscharski Jan, anwesend, durchgestrichen abwesend, anwesend. Ovčarek Nikolas, anwesend, Smog, ja. Wird schon irgendjemand sein? Was ist hier? Sitzplatz Nummer 7. Sitzplatz Nummer 5. Nummer 9. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Das wird, glaube ich, so ein Puzzle-Ding hier. Der Safe ist nicht interessant. Oh, ich würde versuchen, den Safe aufzumachen. 4. 1. 2. Sie haben ihn gegenüber von Boris gesetzt. Wie viele Borisse gibt es denn hier? Hupsala. 9. Gegenüber der 9. Dann wissen wir auch, welche Nummer er ist. Gegenüber der 9. Die 9 war hier. Das ist der Stuhl, glaube ich. Da ist die 9. Das heißt, wir reden von der 4 und die 4 ist... Nikolas Ovčarek. Nikolas Ovčarek. Reicht das aus als Info? Ich glaube, wir müssen wieder durch den Spiegel durch, ne? Ich fürchte ja hier, dass wir hier auch nochmal rennen müssen und uns verstecken müssen. So ein schmaler Gang Achso, wo ist er denn jetzt? Achso, das ist einer der Typen unten. Ach, jetzt verstehe ich es ja. Wir waren noch eine Etage höher. Wir waren auf einer ganz anderen Etage, auch in der normalen Realität wieder. Wer ist hier wer? Oh, ich kann gar nichts machen. Ja, das ist, die Angst schwingt immer mit, ne? Oh, was ist das hier? Schlechtes Schwesterlein. There we go. Okay, danke, danke. Den Hörer hatten wir aber schon, ne? Ja. New details have emerged. Ja, ja, hatten wir. Very meticulous of you, comrade. Ach, wie sind wir jetzt an den Schlüssel gekommen? Hätten wir den vorher schon sehen können? Okay, das kann sie auch machen.
eine schöne Aussicht. Liebling, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es hier lieben. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, der See ist ganz wunderbar und die Menschen sind nett, nett und tot. Alle von ihnen. In Liebe, F. Wir haben eins nicht lesen können hier. Meine Liebste, ich wünschte, es wäre soweit der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es erscheint so einfach, nur in den Postkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das ist das, was wahrscheinlich der Arbeitgeber oder so schon mal gesagt hatte, ne? Von wegen Familie, er schreibt ihn ja sowieso nicht. Oh, diese Fensterscheiben. Man hat immer das Gefühl, wenn der Blitz kommt, es sieht aus, als wären da Gesichter drin. Das ist nochmal ein Spiegel. Okay, hier ist kein Weiterkommen. Also ich wüsste nicht, wenn ich so eine Gabe hätte, ich könnte damit nicht leben. Eine Tür beim Spiegel? Das hier? Nein. Das ist nichts. Ich glaube, war bei ihr ja auch nicht. Ich denke, es geht jetzt bloß darum, dass wir hier weiter voranschreiten können. Ja, man müsste dann damit leben, wenn man so eine Fähigkeit hätte, aber ganz ehrlich, möchte man das? Hier ist nochmal ein Spiegel. So, wo sind wir jetzt, hä? Am Gesicht, Mann. Ob ich ihn sehen kann. Ja.
danke für den Hinweis, dass das geht. Aber sie hört irgendwann auf, ne, wenn es zu lange dauert. Logischerweise ist ja Atem anhalten. Ach so, das stand... Okay. Gut zu wissen. Der Typ ist so ekelig. Schlimme wird bloß sein. I'm getting close. That woman was here. Ich habe das Gefühl, wir werden hier noch den kompletten Gang lang rennen. Aber der ist echt eklig. Aber ich kann es nicht beschreiben. Das Spiel hat irgendwas, ja? Oh. She was a ballerina? This room has Guy written all over it. In big sloppy letters. Mhm. Nice card. Was Vivian one of your stars? Eugene Denesik. Er will mich nur anziehen wie ein... Ich will nicht wie ein Handschuh angezogen werden, ganz ehrlich. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Jetzt auf jeden Fall ein Spiegel. Vivian? Just Vivian? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivian. Wir müssen den richtigen Namen rausfinden. This wasn't her room. I'm guessing... Her managers? Und da können wir, glaube ich, durchs Loch gucken. It's everywhere. But that wasn't the real you. Hier. There. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. Da guckt gleich was. Okay. Da guckt nichts. Gut so. Ah, zum Glück, die Tür ist zu. Hier ist nochmal ein Spiegel. This is where it happened. Of all the places. What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. Was ist mit dir passiert? Ihr Manager oder was? Der still no name. There's gotta be something. Jetzt sind wir in ihrem okay. Raum. Let's find out who you really were, Vivian. Huh. A page was torn out. I can't make out the numbers. 5896. 5896. 5896. Hab nichts zum Schreiben hier. Notizzettel auf dem Handy. So. Was war das? 5. Da, komm, hier. 5, 8, 9, 6. Siehst du, und dann schreibe ich schon 6 hin. 5, 9, 8, 6. So. War es 5, 8, 9, 6? Okay, 5, 8, 9, 6. Selbst mein Notizzettel schreibe ich falsch.
Hier sind Ballerinaschuhe. Oh, warte mal. Ein Armreif. Ellie und Tori. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Ja, die Frage ist, was machen wir? Aber hier ist doch gar nichts weiter. Oder muss ich wieder zurückspringen? Spiegelseitig. Schubfächer? Nein. Ich habe nichts. Wir bräuchten einen Bleistift oder sowas. Partial numbers. One of these must have meant something to her. 59833 steht jetzt hier. Vielleicht finde ich ja noch was. There. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Georges Haus, Mama, Niva Resort. Wir könnten Mama anrufen. Niva Resort um 5896598. Muss ich das jetzt tippen? Oh, warte mal. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. George ist dann scheinbar der Ehemann, aber sehr distanziert, wahrscheinlich weil er immer auf Tour ist oder so. Mom? Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. Frank. What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Oh my God, Ellie! I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie... She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So... If you were talking to Ellie, that means... Tori, it's you. The real you. That's your name. Oh. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be.
Ich bin gerade erschrocken. Wegen dem doofen Spiegel. Waren wir doch gerade eben, ne? Ich guck mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Jetzt kommen wir hier aber nicht mehr lang. Wie das ineinander verschachtelt ist alles. Jetzt müssen wir wieder zurückkrabbeln hier. Und wahrscheinlich die beiden Leichen, die wir da gesehen haben. It felt good putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Ja, weil das immer seltsamer wird hier. Da wäre ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, wir müssen jetzt auch immer wieder zurücklaufen. So, wo war der andere Spiegel? Der war hier hinter den Dingern, ne? Na, komm raus. Und da lang. Da war der andere Spiegel. Und ich glaube, hier waren auch die beiden Leichen. Da. Free now, Tori. Thank you. Thank you. Okay. One down, one to go. Better get to it. Ja, und wie? Was mache ich jetzt mit dem? Fehlt noch der Name, ne? Ja, vielleicht doch im Konferenzraum, was ich lösen muss. I gotta go. The vote. Okay, das hatten wir. Dann gehen wir mal noch einmal in den Konferenzraum. Vielleicht muss ich den Namen hier auswählen. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. So. Ich glaube, dann ist es so gemeint. Jetzt gucken wir uns den Stuhl an. Okay. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is gegenüber. Da. Mein Fehler. This is it. The man I'm looking for. This is where he died. So, Nummer 4. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. I can smell your soul.
der kommt hier wieder. Es ist nicht umsonst hier. Mit dem Typen. So. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Thank you. Oder die Masken sind dazu da, um denen ein Gesicht zu geben, überhaupt erstmal, wenn sie schon das Gesicht verloren haben. Sent them away. To a better place, I hope. Hell, anywhere is better than here. Da liegt irgendwas. Schicke die Seelen der anderen Opfer fort. Okay, das haben wir erledigt. Was ist das hier? Will you just let me pick you up already? Ach. Wir sind jetzt... Ich hoffe, das funktioniert. Wo sind wir jetzt? This place. This is where it started. Aber ich hole erstmal. Mr. Rekovich ist unvernünftig, um es milde auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich habe es schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkovsky, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gern mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt, und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. Begabt in was? Yes. Fucking finally. Bloop. Time to get back to the day room. Das alles nur, um in die Tagesstätte zu kommen, ne? Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck that you left. I hope so, 'cause I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Warum ist die durchgedreht? Aber das ist die, ne? I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death and liked it. Mein armer Mr. Tarkovsky, was ist nun mit dir geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Hirntrauma oder Demenz. Und trotzdem, wenn ich in deine leeren, traurigen Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, als würde niemand den Blick erwidern. Keine Sorge, mein Lieber, ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich wie möglich bist. 450 Milligramm Fenlafaxin, dann geht es dir gleich besser. Ist das so eine verschmähte Liebe-Ding hier, dass sie sich in den verguckt hat und er wollte nicht?
Okay. Tippe links und rechts. Hm. So worth it. I love you, bolt cutters. Haben wir jetzt noch einen Bolzenschnitter hier? Nee, ne? Doch, haben wir noch. Ich denke mal auch, dass er das absichtlich gemacht hat. So, und ich würde sagen, Erfolg freigeschaltet, Phantom. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob er gespeichert hat. Warte mal, was war da unten? Ich würde nämlich bald den Weg Richtung Horizontale machen. Freitag ist immer so ein langer Tag. Also auf Arbeit. Besonders, weil die Projekte immer noch da sind. Die wollen einfach nicht abnehmen. Das ist, er hat doch so ein bisschen was von so wie eine Art Metroidvania, ja. Wir kommen immer wieder an den Ort des Geschehens zurück, weil wir uns dann den Weg hier freischalten. Das klingt wie ein Spy-Name. Cutters. Bolt Cutters. Bolt Cutters. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. By name it is. Wir sind aber wieder da. Ach so, wir müssen ja. Ich warte jetzt bloß auf den Splitterling unten, also nicht wundern. Oh, abgeschlossen. Oh, sowas aber auch. Ich habe echt das Gefühl, wir werden hier nach und nach die ganzen Sachen freischalten. Zumal ich hier in die falsche Richtung gelaufen bin. Das ist mein Lieblingsspiegel hier, aber diesmal ist er nicht aktiv. So, jetzt können wir das hier aufschneiden. War da echt so viele Türen? Silentvania oder Metroid Hill. Das stimmt. Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Ich warte nur noch aufs Speichern-Symbol. Aber ich glaube, das kommt erst hier nach. All right. Here we go. Er speichert immer noch nicht. Finde ich gerade nicht in Ordnung. Okay, ist der Split wieder aktiv? Marianne? There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh. Yeah, that thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. Shh,
I won't let it hurt you, I promise. Der Ball. Hey, why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No, but he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. He... I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? Gute Nacht. Wie gesagt, hier ist auch gleich Feierabend. I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. Okay, es ist gespeichert. Ich glaube, genau der richtige Zeitpunkt, weil es hier nämlich tiefer in die Geschichte reinläuft. Ich finde es immer noch interessant, wahrscheinlich sogar noch einen Ticken besser, weil jetzt so langsam die ganzen Elemente aufeinander wirken. Ich muss die Tasten hier noch einstellen. Das werde ich mit Sicherheit vergessen. Das heißt, das mache ich beim nächsten Mal, um vielleicht dann besser darauf reagieren zu können, ne, wenn da irgendwas passiert. Also geschichtlich finde ich das sehr gut gemacht. Auch die Atmosphäre, diese Örtlichkeit, jetzt auch diesen Split, den finde ich wirklich eigentlich genial. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Nächste Mal ist hier bei dem Spiel, glaube ich, dann so in 2 oder 3 Tagen, also Montag oder Dienstag. Lass uns überraschen. Morgen voraussichtlich, wenn der Chigi Zeit hat. Heute habe ich ihn, wegen dieser Sachen hier eben halt, na, nicht verprellt, aber gesagt, nee, heute möchte ich ja die Sachen spielen. Das heißt, morgen voraussichtlich Chigi, dann Sonntag Cyberpunk nach aktuellem Stand und dann schauen wir mal. Jo. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen wieder. Würde mich freuen. Schlaft gut, träumt was Schönes und bis dahin. Euer Firefox.